Im Streit um ihre Kandidatenliste zur Landtagswahl in Sachsen hat die AfD vor dem Sächsischen Verfassungsgerichtshof einen Teilerfolg erzielt. Die Partei darf bei der Wahl im Herbst vorläufig doch mit mehr Bewerbern antreten. Mit einer einstweiligen Anordnung gab das Sächsische Landesverfassungsgericht Anträgen der AfD teilweise statt, sodass die Partei vorläufig mit insgesamt 30 Bewerbern antreten darf. Der Landeswahlausschuss hatte Anfang Juli entschieden, dass die AfD bei der Wahl am 1. September nur mit 18 Listenbewerbern antreten darf, obwohl die Partei insgesamt 61 Kandidaten aufgestellt hatte.